Der zweite Saisonsieg und Gesamtrang 3. Zum wiederholten Male, auch in der Saison 2019 schon den dritten Platz eingefahren. Schönes, starkes Rennen gezeigt mit einer tollen, besten Rundenzeit von 1,53. Aber es ging nicht von der Pole Position für dich ins Rennen und auch die erste Runde hast du nicht als Führender hingelegt, sondern bist dort hinter Nils Lorenz gefahren, hast dann aber nach und nach mehr Vertrauen gefunden und letztendlich attackiert, verdient gewonnen. Das Rennen aus deiner Sicht. Ja, ich habe es am Anfang schon gesagt, es gab für mich nur eine Option eigentlich heute, auf Sieg fahren und natürlich so ein bisschen gehofft, dass die anderen Ergebnisse auch noch mir in die Karten spielen, aber das hat dann nicht gepasst, aber auf Sieg hat geklappt. Super Start gehabt, den Kim gleich hinter mir lassen können und am Nils habe ich einen Moment gefeilt und war dann zwischendurch mal vorbei, dann musste ich einmal weit, dann ist er wieder vorbei und dann hat er aber einmal das Ding fast weggelegt und dann haben wir einen Sack zugemacht und dann hat das gepasst, ne? Die Bedingungen im Regen hier ja komplett anders wie in Most. Dort war es zwar auch nass, aber hier in Oschersleben 10 Grad, ja, sehr ergiebiger Regen. Ich glaube, die Streckenbedingungen doch etwas tückisch. Wie war da so dein Eindruck während des Rennens? Ja, ganz schwierig heute, ne? Also in Most ist es wirklich, da kannst du relativ hart anbremsen, kannst auch relativ hart ans Gas gehen und hier muss alles ganz smooth wie Butter passieren und am besten so runterschalten schon vor dem Bremsen geklärt haben, sonst kriegst du das Hinterrad nicht in den Griff. Da hatte ich so 2-3 Mal ein bisschen Probleme. Und ja, ich glaube, der entscheidende Faktor am Ende vom Tag, klare Sicht durchs Visier. Ne? Das hat bei mir gut geklappt heute. Bis zum Ende eigentlich alles im Blick gehabt und ja, habe mich wohl gefühlt auf dem Motorrad. Bisschen kalt war es zwischendurch, ne? Kalte Finger gekriegt auch dann zum Ende hin. Ja, aber hat gut gepasst heute einfach. Ne? Hat gut gepasst, dem brauchst du eigentlich nicht mehr hinzuzugeben. Wir bedanken uns für deine Zeit. Glückwunsch zum dritten Platz zum wiederholten Male bei den German Moto Masters. 2021, die Zielsetzung ganz klar. Ja, hoffentlich 1-2 weiter nach vorne. 1-2 weiter nach vorne. Wir sind gespannt, werden es weiter begleiten, freuen uns auf die Aufnahmen. Aus dem Rennen Frank Fischer, Drittplatzierter Saison 2020 bei den 750ern.